Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Und man spürt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Endlich geht die Saison los. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Jetzt geht's hier also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Da sehen wir die Aufstellung. So spielt der Gastgeber heute. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. So geht Watford in diese heutige Partie. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Watford dürften die meisten vermutlich vor allem wegen des ehemaligen Präsidenten. Elton John, Sir Elton John. Der hat sich auch mal einen Fußballclub geleistet. Wäre vielleicht auch für den ein oder anderen deutschen Popstar der Gegenwart mal eine Geschichte. Jetzt der Ballverlust. Dine. Ismail Assar. Das ist ein vielversprechender Pass. Ismail Assar. Klasse Pass. Chance zur Führung. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung. Genauso hatten sie sich das auch erhofft. Wunderbares Tor, ganz viel Effet. Was für ein Treffer, hat kaum einer mitgerechnet. Hier nochmal die Wiederholung. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Number 8, Tom Cleverley. Sauberes Tackling von ihm. Dine. Kabasele. Nathaniel Chalobah. Das könnte die Chance werden. Da kommt der Pass auf außen. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Gibt jetzt Einwurf. Guter Pass jetzt. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Da verlieren Sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Tolles Tackling von ihm. Chance zum Konter jetzt. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können Sie nichts machen.
Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Ismail Assar. Am Ball Ismail Assar. Ja, wartet einen Moment. Geblockt vom Verteidiger. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Er macht das Tor. Guter Elfer. Er hat diesen Elfmeter verwandelt, aber wir sehen in der Wiederholung, da war eine Menge Glück im Spiel. Keeper ahnt, dass der Ball in die Mitte kommt, kann ihn aber nicht halten. Muss ihn eigentlich halten. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Number 9, Troy Deeney. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Das gibt Einwurf. Nathaniel Chalobah. Kabasele. Der Ballverlust. McCleary. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Dine. Jetzt wird's gefährlich. Und er trifft. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Und Ballverlust. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ismail Assar bringt den Ball jetzt in die Mitte. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Und jetzt wird es Einwurf geben. Cleverley. Kiko Femenia. Er spielt den Pass auf den Flügel. Klasse Pass! Nathaniel Chalobah.
Cleverley. Die Chance jetzt. Ein fantastischer Treffer. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Hier kommt die Nachspielzeit, 2 Minuten gibt's. Nathaniel Chalobah. Super dieses Zuspiel. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Das Ding hier ist eindeutig bisher. Es steht 4:0. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Den Ball entschärft er ganz locker. Klasse Aktion, Ball ist weg. Spielverlagerung jetzt. Ballgewinn, gefährliche Position. Den Ball hält er gut. Gibt den Eckball. Ecke in die Mitte. Gut, was die Abwehr da macht, ne? Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Nathaniel Chalobah. Gute Aktion. Troy Deeney. Und die Balleroberung, wichtig. Sehr gut hier vom Torhüter. Sie wechseln aus. Troy Deeney. Ganz klar, da muss man Elfmeter geben. Bittere Nummer, ist ja nicht der erste heute. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Selber passt! So, da kommt der Elfmeter nochmal. Das ist natürlich souverän verwandelt. Den Keeper ausgeguckt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Wird das eine Torchance?
Er holt den Ball hier ganz stark. Anspiel kommt gut. McCleary. Kommt jetzt die Flanke? Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Wird's jetzt gefährlich? Super dazwischen gegangen. Ismail Assar. Lange Flanke jetzt. Sie klären, Ball im Aus, gibt Ecke. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Kurze Distanz, gute Möglichkeit eigentlich, aber der Schuss zu schwach. Cleverley führt den Eckball aus. Am Ball Ismail Assar. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Auf Außen ist Platz. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Substitution for Watford. Coming off the pitch, number 8, Tom Cleverley. To be replaced by number 19, Will Hughes. With the owner of the red card. Und damit sind sie am Ball. Please remove the car as soon as possible. Der wird wohl letztlich doch beim Keeper landen. Andrew Gray. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Ball fliegt hoch ein. Andrew Gray. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und nun ein Schuss. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Number 19, Gareth McCleary. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Number 7, David Wheeler. Ecke kommt rein. Da kommt er raus und hält den Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das könnte die Chance werden. Der Ballverlust. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Ja, die scheinen wirklich geschockt. Er ist frei, da kann was draus werden. Und das Tor. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient.
Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Und sie beherrschen das Spiel heute wirklich. Sie lassen hier überhaupt nichts anbrennen. Dafür braucht es eben eine konzentrierte Leistung von Anfang bis Ende. Und genau die zeigen sie hier. Da kommt der Pass auf außen. Hereingabe. Das könnte gefährlich werden. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Er macht den Ball nicht rein. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Den Elfer macht er sicher rein. Er ist eben abgezockt. Der Druck macht ihm gar nichts aus. Hier nochmal dieser Treffer. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. 6 Minuten sind noch zu gehen. Super dazwischen gegangen. Viel mit Auge. Gefährlich. Da ist das Tor! So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Klasse Tackling hier. Ja, der nächste tolle Pass. Am Ball Ismail Assar. Da ist die Flanke. Was für eine Chance. Und dann knallt der Ball ans Aluminium. Da haben wir das bis hier oben scheppern hören. Gutes Anspiel. Und Ballverlust. Den Ball kann er gut klären. Wird das seine Torchance? Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Sie kommen hier gut aus den Startlöchern. Sieg in der ersten Partie. Mehr geht nicht. Und jetzt warten wir mal ab, ob sie das im nächsten Spiel besteht. Er macht das Tor. Guter Elfer.